gestorben. Ich dagegen bin gesund und munter, nur ein bisschen blind. Wir hatten Gerüchte gehört, dass sich eine Gruppe Malefika im Gesindeviertel versteckt. Leider nicht mehr, aber ich verfüge über viel hart erkämpfte Erfahrung. Oftmals ist die Verfolgung ebenso schwierig wie der Kampf. Ich diene dem Abbau, so gut ich ihn kann. Ich habe mich freiwillig gemeldet und bestand darauf. Mein Gelübde lautet, der Kirche zu helfen, nicht untätig herumzusitzen. Ich bin mir sicher, dass es hier Malefika gibt. Oder jemand anders schleicht nachts umher. Aber da ist noch etwas. Dieser Ort ist voller Narben, so wie ich. Als ich herkam, spürte ich sofort eine gewisse Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass das Problem viel tiefer liegt. Ich weiß es nicht, aber das Gefühl ist stets präsent. Also versuche ich, seine Ursache zu finden. Ich kann euch wohl nicht damit bedrängen, oder? Ich war geduldig und die Elfen haben mir schließlich ihre traurigen Geschichten erzählt. Aber echte Beweise für meine Befürchtungen erhielt ich nicht. Ich habe nur meine Ohren und mehr finden die nicht mehr heraus. Ich hatte gehofft, ihr könntet meine Augen sein. Seht euch im Gesindeviertel nach irgendetwas Ungewöhnlichem um. Ich weiß nicht, aber irgendwie spüre ich, dass es da etwas zu finden gibt. Ihr wirkt durchaus fähig. Hoffentlich findet ihr, wonach ich suche. Möge der Erbauer über euch wachen. Irgendwas stimmt nicht. Immer gut. Irgendwas stimmt nicht. Wasser sieht cool aus. Irgendwas stimmt nicht. Ja, was stimmt denn nicht? Ja, irgendwas. Was bist du für eine? Hier kann ich mit niemandem spielen. Oh, das tut mir aber leid, Kleine. Halt die Malaria für dich oder was das ist. Wo bin ich denn jetzt hier? Da geht's irgendwo raus. Rauf. Nö, noch nicht. Nö, immer noch nicht. Ich such den Nebeneingang. Geht's hier eigentlich rauf? Nee. Hier hinterlang? Nö. Und hier hinten rein? Auch nicht. Und hier oben lang? Mm-mm. Ist die, kommst rein. Und kannst eine Todesfurze pflücken. Und noch eine. Und was ist das? Kohl? Und eine gar schreckliche Vogelscheuche. Gar schrecklich. Da geht's nicht rein. Mit mir ist alles in Ordnung. Nur Erkältung. Ja, du hast Corona.
Was machst du da? Wer ist da? Bleib weg von mir! Ich habe gar nichts gesehen. Bitte, lasst mich einfach in Ruhe. Also gut. Ich habe gesehen, wie sie alle mitgenommen haben. Sie haben sie einfach aus ihren Betten geholt. Sie haben sie die Gänge entlang geschleift. Beim Erbauer, wie die Kleinen geweint haben. Sie bringen sie durch das alte Büro des Hausherrn. Wenn sie dort reingehen, kommen sie nie wieder zurück. Ich habe ihn gesehen. Sie haben ihn gemeinsam mit einigen anderen durch die Halle getrieben. Sie waren zusammengeschnürt wie Packesel. Sie kommen alle paar Tage zurück. Es ist wie eine Parade, eine stumme Parade. Männer, Frauen und Kinder. Wir machen so einen Green aus denen. Sie werden bald zurück sein. Wenn Sie rausfinden, dass ich geredet habe, nehmen Sie mich auch mit. Bitte, geht einfach. 2 Gold hat mich das gekostet. Wow. Ich hätte ihm 1 Silber gegeben oder sowas. Das ist krass teuer. Das nächste Mal hau ich ihm einfach. 2 Gold. Da muss ich Leute für umbringen, um 2 Gold zu kriegen. Richtig schwierige Aufgabe. Er macht kurz mal die Zähne auseinander und kriegt 2 Gold. Das ist nicht fair. Ist toll, wenn die Schriften übereinander liegen und man nichts lesen kann. Habe schon. Blutfleck. Dann gehen die Stiefelabdrücke hin. Ich glaube, ich pack's nicht mehr. Hä? Was ist denn das für ein Unsinn? Er ist durch die Wand teleportiert. Sehr schön. Ich werde es tun. Betrachtet es als erledigt. Ein Stuhl. Ich werde es tun. Schnell kann es doch keiner lesen. Da ist der Sextant. Machen. Versuch mal dein Glück. Warte mal, der hat seine Waffe gar nicht ausgerüstet, kann das sein? Ja, er hat seine Waffe nicht ausgerüstet.
Ich werde es tun. So sieht das also aus. Moment, ihr seid nicht aus dem Winter. Wer zur Hölle seid ihr? Los, erledigt sie! Schnell! Gassenwache. Wo geht's da lang? Was steht da dran? Gelände. Sehr schön. Nur um Fragen zu stellen? Das werdet ihr bereuen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben eine Genehmigung, hier unsere Geschäfte zu tätigen. Ihr Ferelner redet ständig davon, wie böse und falsch Sklaverei ist. Aber ist es nicht lustig, wie schnell der Geruch von Gold solche
Habt ihr eine Vorstellung davon, wie schwierig es ist, an frisches Blut zu kommen? Diese Sklaven werden im Reich hervorragende Preise erzielen. Und wir bezahlen gut dafür. Ihr könnt nicht einfach Leute aus ihrem Zuhause reißen und sie verkaufen. Das ist verabscheuungswürdig. Aber genug davon. Ich bin hier, um eurem Morden ein Ende zu bereiten. Das ist alles. Und das soll mir jetzt Angst machen? Dann lasst es uns beenden. Ich werde euch für den Schaden bezahlen lassen, den ihr hier angerichtet habt. Vorsicht! Ach, da sind ja noch mehr. Naja, fangen wir erstmal mit dem da hinten an, oder? Was ist denn mit dir los? Habe ich dir eigentlich die Taktik gegeben, du sollst dich selbst heilen? Doch. Warum machst du das dann nicht? Ah, hat er schon. Dann kann ich noch mehr. Oh Gott. Einer weniger. Jetzt bist du dran. Spüre meinen Zorn. Nächster. Auch noch einer. Und da ist auch noch eine. Du könntest ja, achso, wechselt Waffensets, okay. Aber ich gehe mal dahin und greife sie an. Du kannst ja von hier aus schießen. Sticker geben. Die Fresse. Auf die Nase. Die ist hinüber. Den kann man so um den da. Oh, ich darf aufsteigen.